Hallo zusammen, hi Kevin, ich bin der Andi und ich möchte euch hier ganz kurz zeigen, wie ihr in Blender ein Objekt rotieren lassen könnt, ohne dass es am Anfang beschleunigt bzw. am Ende abbremst. Ich habe kaum was dazu im Internet gefunden und dachte deshalb, ich mache mal ein eigenes kurzes Tutorial dazu. Wie ihr es rotieren lassen könnt, ganz einfach mit den Keyframes. I-Taste drücken, Rotation setzen, zum Ende springen. Ich nehme die X-Achse, 3500 Grad rotieren, drücke wieder I-Rotation. Ich habe jetzt meine Drehung. Wenn ich jetzt hier hinspringe und Play drücke, dann seht ihr, es beginnt nur langsam, wird schnell und wieder langsam. So, ich splitte mal hier oben und es ist echt ganz einfach. Vom 3D-View in den Graph-Editor wechseln. Nochmal kurz, um das hier auch zu zeigen. Die rote Linie ist quasi die Bewegung eures Objektes. Die hat hier an den Ecken runde, ja, Kanten. Die Kanten wollen wir noch kantiger bekommen, damit das Ganze von Anfang bis zum Ende die gleiche Geschwindigkeit hat. Dazu einfach mal hier die Enter-Taste drücken, bei Interpolation auf Linear wechseln und fertig ist das Ganze. Wenn ich jetzt Play drücke, dann seht ihr, es beginnt sofort zu rotieren mit der Geschwindigkeit, die es auch in der Mitte hat. Oder am Ende. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Fragen habt, ihr dürft mir sehr gerne auch über YouTube schreiben. Ansonsten noch viel Spaß beim Rumbasteln. Macht's gut.